Wir sind in der Stuttgarter Straße in Esslingen. Dort wurde ein Schuppenbrand gemeldet. Wir sind hier vor Ort mit Kräften der Feuerwache Stadtmitte mit dem Löschzug. Es befinden sich mehrere Gerätschaften und verpackte Gegenstände in diesem Schuppen. Es kam dort zum Brandereignis. Der Schuppen wird jetzt ausgeräumt. Es sind derzeit 2 C-Rohre und 3 Atemschutztrupps im Einsatz. Beim Eintreffen war es so, dass die Türe zum Schuppen geschlossen war. Es kam zu einer stärkeren Rauchentwicklung, Rauchaustritt auch aus dem Dachbereich. Es wurde anschließend das erste C-Rohr in der Brandbekämpfung in den Innenangriff vorgenommen. Jetzt erfolgen die Nachlöscharbeiten. Das Gebäude selber ist nicht voll ausgebrannt. Es handelt sich um eine Brandsicherung an den dort gelagerten Gegenständen, die jetzt eben nachgelöscht werden. Das Gebäude selber ist sicher zu retten. Zum Brandhergang ermittelt die Polizei. Es sind vor Ort 7 Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte inzwischen. Die Drehleiter ist derzeit ein Leihfahrzeug der Firma Rosenbauer Metz, weil unsere eigentliche Drehleiter bei der regulären jährlichen Wartung ist in der Karlsruhe. Die ältere Drehleiter von Sulzkries, die kommt dann zum Einsatz, wenn Paralleleinsätze jetzt irgendwo notwendig sind. Wenn nur kurze Ausfälle sind, kann es auch sein, dass sie die Drehleiter Stadtmitte hier im Zielbereich Stadtmitte ersetzt. Aber in der Regel, wenn längere geplante Ausfälle sind, arbeiten wir mit Leihfahrzeugen, weil wir aufgrund der Straßensituation in Esslingen eben insbesondere oben in dem Bereich RSK eine zweite Drehleiter benötigen. Nein, wir haben keinen Verletzten, war ein Bewohner hier vor Ort, der war aber selbstständig rausgekommen, wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, ist aber unverletzt. Nein, derzeit nicht. Im Moment das größte Problem ist die Straßensperrung der Stuttgarter Straße, einer der Hauptverkehrsachsen hier in der Blinzach-Vorstadt. Busverkehr ist eingestellt, wird umgeleitet hier in diesem Bereich.